Heute bei mir zu Gast Roman Weidenfeller. Roman, kannst du losgehen? Hi Ovo, na klar, aber erstmal ein Käffchen. Bevor es dann losgeht, Roman, was darf es denn sein für dich? Ja, gerne ein Cappuccino. Ich nehme normalen Kaffeecreme. Roman, schön, dass endlich wieder jemand persönlich bei mir zu Gast ist. Wie schön findest du das, dass man endlich wieder Menschen treffen darf und nicht mehr so eingepfercht zu Hause rumhängt? Ja, Gott sei Dank ist es so. Also ich will jetzt nicht sagen, es wird auch höchste Eisenbahn, aber man muss auch ganz klar sagen, Dankeschön. Man darf diese Corona-Zeit nicht unterschätzen. Die Gesundheit steht über allem, also von daher sollte man schon die Abstandsregeln auch einhalten. Und das war halt eben schon wichtig, dass man halt eben das System auch so beachtet. Aber jetzt ist es mir umso lieber, dich wieder persönlich zu treffen. Darauf trinke ich doch mit dir zum Cheers. Pool. Cheers. Heute wollte ich mit dir so ein bisschen darüber sprechen, wie das Leben nach der Karriere so ein bisschen aussieht. Für alle, die es noch nicht wissen, Roman, was genau machst du jetzt beim BVB? Also ich bin hier beim BVB Markenbotschafter und freue mich halt eben da viel für Borussia Dortmund und für den Verein im Ausland unterwegs zu sein. Bereist viel gerade Asien. Gut, zur Zeit ist es auch nicht möglich. Aber allgemein eben Fans treffen, Sponsoren treffen, Menschen treffen, die eben auch den Verein noch näher gebracht werden wollen. Und das ist eigentlich meine Aufgabe und das freut mich unheimlich. Bin zeitgleich noch bei RTL als Experte eingestellt und mache noch viele Dinge drumherum. Du bist auf jeden Fall dem Verein und dem Sport treu geblieben, so viel ist sicher. Jetzt waren wir als Profis früher sehr, sehr durchgetaktet. Man hat uns immer gesagt, 9 Uhr da sein, 10 Uhr Training, dies, das, wann hast du zu essen und so fort. Wie fühlt sich das an, jetzt so ein bisschen freier zu sein? Du bist viel unterwegs, aber trotzdem haben wir ja sehr, sehr viel mehr Freizeit. Wie genießt du das? Was machst du damit? Ja, ich kann es einfach viel besser einteilen und planen und ich bin eigentlich mein eigener Chef und das ist eigentlich das Tollste an der ganzen Geschichte und ich freue mich halt eben auch jedes Mal meinen eigenen Plan zu machen und so kannst du halt eben dann auch dementsprechend planen, wie du es gerade brauchst. Klar, wenn der Verein jetzt anfragt, wie in einer größeren Reise, ist noch was anderes, aber an sich habe ich damit keinerlei Probleme, meinen Tagesablauf selbst zu planen. Gibt es denn irgendwas, wo du früher als Profi gesagt hast, na, davon lasse ich jetzt erstmal die Finger oder ich habe nicht genug Zeit dafür? Was du jetzt angehst oder was in nächster Zukunft vielleicht noch auf der Agenda steht, vielleicht eine Sprache lernen oder irgendwo hinreisen, wo dich der BVB jetzt nicht hinbringt? Ja, allgemein ist es natürlich so, dass man nach dem Sport erstmal auch mal sich den Themen widmen kann, die man halt eben in der Zwischenzeit eigentlich nicht so auf dem Schirm hatte. Also jetzt, ich kann neuerdings auch Skifahren, also bin in der Winterzeit viel in den Bergen, warst ja auch schon ein paar Mal mit dabei gewesen, wo wir gemeinsam unterwegs waren. Ja, und ansonsten eben ja, man trifft sich halt eben noch mehr mit Freunden. Man kann auch mal Geburtstage und Feierlichkeiten wahrnehmen, wenn jetzt gerade kein Corona ist. Und das ist schon für mich ein sehr großer Sprung, weil diese Möglichkeit hatten wir oftmals gar nicht gehabt, weil wir die ganze Zeit nur unterwegs waren. Absolut. So, jetzt nehme ich mir meine schlauen Karten hier. Du nimmst noch mal einen Schluck Koffein, denn jetzt geht es so ein bisschen ans Eingemachte. Nein, Spaß. Ich will ein paar Sätze beginnen, die du bitte vervollständigst. Ja. Okay? Schnell und spontan, nicht so lange nachdenken. In der Küche kann ich am besten Fleisch zubereiten. Oh! Challenge accepted! In der Corona-Zeit habe ich das Grillen mal mir richtig zeigen lassen. Und, okay. Ich komme darauf zurück. Auf den besten Stand. Ja, gut. Helene Fischer ist? Ein Schlagerstar. Sehr diplomatisch. Sehr okay, aber lass ich gelten. Wolltest du irgendwas bezüglich des Aussehens? Hör mal, du bist gefragt. Nein, nein. Ovo-Fan. Wir sind beide Fans. Ja, stellen wir mal klar. Stimmt. Kennen uns auch persönlich, von daher ist es auch ein ganz anderer Bezug. Deswegen fand ich es ja so lustig, dass du einfach nur... alles gut, alles gut. Ovo fährt besser Ski als ich, weil... Er schon länger fährt. Richtig, sehr gut, sehr gut. Muss man auch eingestehen, also Ovo fährt wirklich sensationell Ski. Hätte ich ihm gar nicht so zugetraut, aber macht er überragend. Vielen Dank. Aber für die kurze Zeit, jetzt muss ich ja zurückgeben, für die kurze Zeit, die du fährst, ich habe es ja quasi miterlebt vom ersten bis zum zweiten Mal und dann bist du schon wirklich nah dran gewesen. Also Hut ab. Aber du hast auch ein bisschen länger Sport gemacht als ich, deswegen du bist noch voll im Saft. Meine nächste große TV-Rolle nach dem Traumschiff wird? Wetten, das. Bringst du Wetten, das zurück? Ja, das nur die ganz machen. Großen Sendungen, nein, Spaß. Obwohl wir schon so viel lachen, den besten Humor in der BVB-Kabine hatte früher? Mohamed Zidane. Mohe. Also was wir über den gelacht haben, also der hat viel zum Lachen reingebracht. Haben wir über seinen Humor gelacht oder haben wir auch über ihn gelacht? Wir haben über ihn selbst gelacht, wir haben über seinen Humor gelacht, wir haben über die Aussprache gelacht. Aber man muss dazu sagen, es war ein toller Spieler,
ein herzensguter Spieler, hat wirklich das Herz am richtigen Fleck. Ja, und wir sind ja auch alle drei sehr eng miteinander. Ja. Von daher konnten wir das auch stimmt. schon mal zwischendurch übereinander schmunzeln. Also ist aber auch umgekehrt so. Ja, Owe und Mo haben auch schon genug über mich gedacht. Also Owe war auch, glaube ich, der Erste, der die T-Shirts mitgebracht hat. Von wegen, wir haben grandios gespielt. Ja, damals konntest du ja noch nicht so sehr darüber lachen. Gut, ne? Also es war auch noch eine andere Zeit. Ja, das stimmt. Aber alles gut. Du bist sehr viel entspannter geworden, was das betrifft. Aber alles gut. Mo ist auf jeden Fall die richtige Antwort. Das war schon. Also hast du gut gemacht. Also wie gesagt, ein paar interessante Antworten dabei, aber alles in allem bin ich da ganz bei dir. Roman, sag mir noch mal, wenn du jetzt 5 Jahre vorausguckst, jetzt arbeitest du als Botschafter für den BVB. Ja. Ich weiß gar nicht, was so dein Plan ist für die Zukunft, aber wenn du 5 Jahre vorausguckst, wo siehst du dich selber? In welcher Funktion vielleicht, auch beim Verein oder generell im Leben? Ich möchte eigentlich weiterhin dem Verein treu bleiben und vielleicht noch die eine oder andere Etage weiter nach oben klettern. Ich glaube, schon auch der Anspruch. Aber jetzt freue ich mich erstmal so, wie es ist gerade. Habe halt eben wirklich die Möglichkeit, die Welt zu bereisen, unheimlich viel kennenzulernen. Gefühlt für den BVB eine kleine Weltreise auch zu absolvieren. Und das macht mir unheimlich viel Spaß. Und ja, es macht einfach Spaß, hier für den Verein zu arbeiten. Das ist, glaube ich, unsere Leidenschaft. Ja, und absolut. Die teilen wir alle gemeinsam. Das tun wir. Und jetzt teilen wir noch den Rest vom Kaffee, denn das war's schon. Aber schön, dass endlich mal jemand hier gesessen hat und nicht nur auf dem Bildschirm war. Roman, darf man das? Ich glaube schon. Na klar. Cheers. Cheers.